Hallo, schönen guten Tag, der Herr Nechelis. Aber spreche ich jetzt mit Herrn Klavertermann? Ist am Apparat. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute haben wir einen kleinen Zweiteiler drin, das heißt zwei Telefonate. Den hinteren Teil davon habt ihr leider schon in einer Schnipselparty gehört, da ich da so ein kleines bisschen durcheinander gekommen bin mit den vielen 100 verschiedenen Audiodateien, die ich hier mittlerweile auf meinem Rechner habe. Das Problem ist, dass die Anrufer natürlich jedes Mal mit einer neuen, gefakten Telefonnummer anrufen, sodass man halt eben erhören muss, wer das alles war. So, und wenn ich jetzt hier auf dem Telefon 30 neue Anrufe habe, bis ich die dann wieder auf dem Computer rüber kopiere, da kann man schon mal durcheinander kommen. Also so viel dazu, schon mal sorry. Aber ich würde sagen, ohne das Ende wäre das kein voller Anruf. Von daher setze ich es hier nochmal mit dran. Sind aber auch nur die letzten 4 Minuten, die ihr theoretisch schon mal gehört habt, wenn ihr immer fleißig mit dabei seid. Naja, und wie gesagt, nun ist der Herr Klabautermann heute am Telefon und er verkauft gerne die Schlüpfer von seiner Frau Rosi. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Anruf. Es freut mich sehr, es geht um Ihre Anmeldung bei uns vom 4. Oktober. Ja, Sie haben sich für den Handel auf dem Finanzamt interessiert. Ja. Ja, gut, ich bin Account zuständig. Ich kann Ihnen gerne erklären, ja, wie das alles funktioniert bei uns. Warum tutet es in der Leitung? Bitte? Warum es in der Leitung tutet? Weiß nicht. Ja. Ich höre aber Tuten in der Leitung. Ja, und ich denke, ihr hört auch das Getute in der Leitung. Ich habe absolut keine Ahnung, was das sein könnte, denn Hintergrundgeräusche vermute ich hier nicht, weil sie behauptet, sie hört das auch nicht. Ich höre es hingegen schon und ihr ja jetzt nun auch. Ich habe eine Theorie dazu. Ich habe die Theorie, dass das Ganze hier, wie immer, natürlich ein riesengroßes Telefonsystem ist, was vielleicht sogar über mehrere Büros, über mehrere Länder gejagt wird. Und irgendwo sitzt da so eine Art automatische Vermittlungsstelle. Und der Anruf von ihr könnte eine Art Konferenz sein, dass sie selbst auch auf der Leitung anruft, über die wir gerade sprechen. Ja, so kann man halt die Leute dann auch nicht mehr zurückverfolgen. Das passiert alles vollautomatisch, da muss sich kein Mensch mehr drum kümmern. Heute sind wir ja technologisch so weit, dass ja wirklich jeder Pups automatisch funktionieren kann. Und so ist es auch hier. Allerdings, wenn es schlecht programmiert ist oder schlecht eingestellt ist, dann können da halt eben auch Störungen entstehen. Und ich vermute mal, dieses ganze Getute, was wir hier hören, könnte der Dialer sein. Also der Telefonautomat, der die ganze Zeit wählt. Und irgendeine schlechte Programmierung, oder vielleicht ist das Programm allgemein einfach Kacke, was sie benutzen, auf jeden Fall hört man hier die ganze Zeit die Wählversuche und das Tuten. Man hört zwar nicht die Menschen, die da ans Telefon gehen, ich vermute aber, die ganze Zeit das Tuten, was wir hier eben mitkriegen, ist, dass dieser eine Telefonserver die ganze Zeit nebenbei noch irgendwas anwählt oder anwählen wird. Irgendwas wird so in der Richtung sein. Ich weiß es nicht genau, aber ist mal eine Theorie. Warum tutet das in der Leitung? Ich weiß das nicht. Ja, dann frag mal einen Techniker. Okay. Werde mich unbedingt melden? Nee, ich warte so lange. Okay, ich höre Sie unbedingt. Und gut. Ja, ich höre Sie auch gut, aber es tutet in der Leitung, es stört. Fragen Sie mal einen Techniker, ich warte so lange. Okay, ich kann noch einmal anrufen. Ja, nee, ich warte so lange. Jetzt tutet nichts mehr. Ist das besser? Ja, hallo? Ich glaube schon. Okay, wunderbar. Ja, also wie gesagt, ich kann mir da nicht wirklich einen Reim drauf machen, wo dieses Getute herkam. Auf einmal war es ja weg. Und ich vermute auch nicht, dass da im Hintergrund irgendeiner auf Lautsprecher telefoniert hat und die ganze Zeit was gewählt hat, weil das hat sich schon so angehört, als würde das direkt aus der Leitung kommen. Hintergrundgeräusche kann man ja so ein bisschen identifizieren, ob sie wirklich aus dem Hintergrund sind oder ob es einfach nur störende Nebenbeigeräusche aus der Leitung sind. Ich habe hier keine Ahnung. Naja, aber jetzt ist es erstmal weg. Sie haben Interesse für den Handel gezeigt. Sagen Sie mir bitte, haben Sie schon Erfahrung in diesem Bereich? Ja. Haben Sie, wunderbar. Und womit haben Sie gehandelt? Ich habe mit Socken gehandelt und gebrauchten Schlüpfern. Bitte? Ich habe mit Socken und gebrauchten Schlüpfern gehandelt. Ich meine, Herr Klavertermann,
Es geht um Handel auf dem Finanzmarkt. Naja, auf jeden Fall hat es verstanden, dass wir hier mit Söckchen und Schlüpferchen handeln. Aber es tut es auch wieder da. Tja, ich glaube, das begleitet uns auch wohl das gesamte Gespräch hier. Ja, ist doch Finanzmarkt, oder nicht? Da habe ich einen Online-Handel. Möchten Sie was kaufen? Ich habe hier von der Rosi noch einen Schlüpfer. Da ist vorne gelb und hinten braun. Auf dem Finanzmarkt, der funktioniert alles so, ja. Kaufen und verkaufen, ja, ich stimme zu. Aber bei Online-Handel können Sie mit Kryptowährungen ja handeln oder mit Aktien. Ach, Kryptowährungen, ja, dann sagen Sie das doch gleich. Ja, da hatte ich auch mal Interesse. Hm? Aber das ist ja schon eine Weile her jetzt. Ja, aber Sie haben sich bei uns angemeldet. Ja, genau. Dass wir Interesse haben. Und ja. In diesem Bereich haben Sie gehandelt? Also sagen Sie, nur mit Schlüpfern. Mit Krypto habe ich noch gar keine Erfahrung. Und womit haben Sie? Mit Schlüpfern? Mit Schlüpfern. Achso. Ich habe verstanden. Gut. Wir sind Online-Broker, ja, und wir bieten Dienstleistungen an. Und auch die Hilfe vom Fachmann. Ja. Ja. Da Sie keine Erfahrung in diesem Bereich haben, kriegen Sie persönlichen Berater. Und er wird Ihnen alles erklären, womit Sie anfangen können, ja, um Profite zu kriegen. Ja. Okay, und welche Ziele haben Sie? Nur Geld verdienen, denke ich mal, ne? Weil wer will das nicht? Und unfassbar viel Zeit den Betrügern klauen. Alle wollen das, ja. Ja, eben. Okay. Und Sie haben unsere Werbeportale ja besucht. Sie haben Interesse für Bitcoin gezeigt, wenn ich mich nicht irre. Ja, mit dem Krypto, ja. Okay. Sagen Sie mir bitte, und wann sind Sie am besten zu erreichen? Na jetzt? Im Großen und Ganzen. Ach am so. Oder am Nachmittag? Ja, vor 12 ist immer schlecht. Also heute ist Glück gewesen. Aber es hat schon jemand angerufen und deswegen bin ich jetzt wach. Alles klar. Und ich frage, weil unser Fachmann ruft an. Ja, wie viel Mal pro Woche können Sie mit dem Fachmann reden? Ja, kommt drauf an. Also so oft der will halt, ne? Also ich meine, so wie gesagt, ab 12 habe ich ja immer Zeit. Ich meine, wenn er seine Arbeit gut macht, dann kann ich ihm ja auch mal ein paar Schlüpfer schenken. Okay, das dauert nicht besonders lang. Das ist okay, circa 10 Minuten. Ab 12 kann unser Fachmann Sie erreichen, oder? Genau. Okay, und bis wann? Ja, so bis, ich sag mal, bis 3 Uhr nachts auf jeden Fall. 3 Uhr nachts? Also, wir arbeiten leider nachts nicht. Ach so, naja, Sie haben ja gefragt, wie lange. Und ich habe gesagt, von 12 bis 3. Also nachts. Also okay. Mehr als 12 Stunden habe ich schon Zeit für den Herrn. Die nehme ich mir dann auch. Und arbeiten Sie ab 12 nicht, ja? Na, vor 12 arbeite ich nicht. Also vor 12 schlafe ich und nach 12 mache ich ja das mit dem Schlüpferhandel hier. Alles klar. Und was machen Sie beruflich? Ja, Schlüpfer verkaufen. Also, sind Sie selbstständig? Genau, ich verkaufe gebrauchte Schlüpfer. Ach so. Gefällt Ihnen diese Arbeit? Ja, wieso fragen Sie? Möchten Sie einen? Nein, danke. Ich verstehe die Frage jetzt nicht. Also, ich muss ja schon sagen, dass ich recht seriös versuche, ihr ein paar Schlüpfer zu verkaufen, oder? Was sagt denn ihr dazu? Also wir hätten auch Seidenstrümpfchen, wenn Ihnen Schlüpfer nicht gefallen. Bitte? Ich sage, wir hätten auch Seidenstrümpfchen, wenn Ihnen Schlüpfer nicht gefallen. Okay. Und Sie sind Verkäufer, ja? Ja, so kann man das sagen. Alles klar. Gut, und wie lange wohnen Sie in Deutschland? Schon immer, und Sie? Bitte? Schon immer, und Sie? 10 Jahre. Okay. Na gut.
können Sie für Verifizierung an uns also ein Foto von Personalausweis schicken? Also von meiner Fresse? Nein, einfach ein Foto von Personalausweis. Ach so, ja, aber da ist meine Fresse dann drauf. Naja, wahrscheinlich. Ein Foto, ja? Ja, kann ich machen, ja. Gut, schicken Sie bitte dann per E-Mail das. Haben Sie jetzt Zugang zu Ihrem E-Mail-Box? Ja, zur E-Mail habe ich Zugang, ja. Aber haben Sie nicht irgendwie hier so mit Postident oder so ein Krempel? Ich habe die Frage nicht verstanden. Na hier, für das Foto, das schickt man ja nicht einfach hier so in eine E-Mail. Also ich sende eine E-Mail, ja? Ja. An Ihre E-Mail-Adresse. Als eine Antwort können Sie im Anhang ja ein Foto schicken. Na, kann man das auch auf der Webseite hier hochladen, oder? Ja, können Sie das gerne machen. Dann mache ich das da. Wo muss ich da drauf? Wunderbar. Besonders beeindruckend finde ich hier in diesem Gespräch, dass die Tante überhaupt gar nicht mitkriegt, dass ich hier eigentlich durch drei komplette Akzente wechsle. Einmal mehr oder weniger Hochdeutsch, dann sind wir bei Berliner Deutsch und ganz zum Schluss landen wir bei Sächsisch. Naja, aber die kapiert es nicht. Haben Sie jetzt Zugang zu Laptop, oder? Ja, ja. Okay, das ist... Ich habe hier noch so einen, ja, ich habe hier, schaffen. Ich habe hier noch so einen guten Rechner. Also das ist hier noch gute Wertarbeit. Der ist noch von 98. Mhm. Okay. Sie haben wirklich gute Laune, ja, wie ich verstanden habe. Na, sag mal jetzt hier die Nummer. Also hier die Adresse. Sie haben zwei E-Mails von uns erhalten. Schauen Sie bitte in Ihrem E-Mail-Box nach. Na, dann gucke ich da mal. Habe ich hier von Lotto. 12x6,49 für 1 €. Von 4. Oktober sind diese E-Mails, ja, No-Reply-E-Mails. Ach, vom 4. Ja, das ist ja schon weg. Haben Sie alles schon gelöscht? Ja, ich mache das abends alles weg. Ach so. Ja, weil wenn ich habe da so eine Regel. Wenn ich das bis abends nicht geschafft habe, drücke ich einfach auf Löschen und Ruhe im Karton. Alles klar. Gut, und haben Sie wahrscheinlich Ersparnisse? Ich soll also Bescheid wissen. Ja, ja. Einsteigbetrag, ja, nicht, dass das der Geld für Sie ist. Gucken Sie mal, junge Frau. So ein Schlübbi, der kostet 3 € bei Kick. Und wenn ich den für 50 € verscheuere plus Versand, wissen Sie, was Sie da rausholen? Ich meine, Taran tut es Rosi. Mit sowas muss ich mich nicht auch noch beschäftigen. Aber sagen Sie mir bitte Bescheid, besteht noch Interesse für den Handel? Ja, ja. Okay. Dann sollen wir das... Hier mit so einem Bitcoin, da würde ich auch eben kaufen, wenn ihr da sowas habt. Okay, und die Summe 250, ja, ist für Sie in Ordnung? Ja, na klar. Sie sollen mit dieser Summe Ihr Handelskonto einfach aktivieren. Ja. Ja, Sie überweisen das Geld nicht an uns. Sie sollen einfach Ihr Handelskonto aufladen. Ja, also das ist die Aktivierungsgebühr. Und dann muss ich nochmal was aufladen zum Handeln. Wir kriegen keine Provisionen und keine Gebühren, ja? Ja. Diese Summe können Sie dann weiter verwenden, um zu investieren, ja? Na, wenn die keine Provisionen und nichts abbekommen... wer bezahlt gleich nochmal das ganze Callcenter, wo im Hintergrund die gesamte Zeit Rufnummern angewählt werden, wo man im Hintergrund die anderen Mitarbeiter hört? Und wer zahlt noch gleich das Licht und ja, den Lohn, falls sie Lohn bekommen? Und haben Sie mich auf laut gestellt? Ja, ja, ich habe Sie auf Lautsprecher, aber ich höre so schlecht. Ach so. Alles klar. Und wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? Oh, sowas fragt man doch nicht. Warum denn? Ne, das steht auf dem Personalausweis drauf, junge Frau. Ach so. Das reicht. Aber wer soll da, also Verifizierung sowieso machen, ja? Sie können dann Personalausweis hochladen, ja, bei der Webseite. Mhm. Und auf solche Weise können wir sehen, ja? Das Geburtstagsdatum meine ich. Ja, ja, da steht es denn drauf. Aber das muss ja keiner sagen. Alles klar. Okay, wie Sie wollen.
Ah, Sie haben ja schön poppige Musik da im Hintergrund. Naja, bei uns ist immer so. Ist ja wie eine Diskothek. Nein, wir hören Musik, ja. Schaukeln Sie da auch immer auf den Stuhl so ein bisschen mit? Bitte? Schaukeln Sie da auf den Stuhl auch so ein bisschen mit? Nein. Ich versuche das nicht zu machen. Ja, stimmt auch, weil da sieht ja auch albern aus. Sie hat eine ziemlich junge Stimme, ehrlich zu sagen. Oh, danke schön. Gerne. Sie sind 30, oder? Oh, nee, da sind wir schon eine Weile drüber. Ach so. 40? Naja, 40 wäre okay, ja, das nehmen wir. Oder 45? Naja, ja. Kann sein, ja. Also 44 sind wir schon. 44? Mhm. Also ich war nah. Kleinen Moment, bitte. Mhm. Ich kontaktiere jetzt unsere technische Abteilung, ja. Wir schicken nochmal, ja, 2 E-Mails. Ja. Gut, danke. Also, ich habe mich angemeldet. Ich warte einfach auf die Antwort. Sie haben jetzt ein E-Mail angemeldet bei mir. Ja, Sie wollen jetzt 2 E-Mails von uns bekommen. Ich gucke mal. Nee, ich habe jetzt hier von der Heizungsanlage was gekriegt. Da soll ich hier so eine neue Heizung. Ihre E-Mail-Adresse lautet klaus.klabautermann@webmail.com, ja? Das habe ich nicht verstanden. Ihre E-Mail-Adresse lautet so. Da war irgendwas falsch. Ach so, und wie lautet Ihre E-Mail-Adresse? Hinter dem Ad müssen wir das ändern. Bitte? Hinter dem Ad-Zeichen, also den A mit dem Kringel drum. Klaus. Ja? Ja, Klabautermann. Genau. At? Ja. Webmail? Nee, das ist falsch. Und wie ist richtig? Wie kommen Sie denn da drauf? Bitte? Wie kommen Sie denn da drauf? Können Sie mir bitte dann buchstabieren, wie ist richtig? Also, die ganze Nachricht oder nur hinter dem Ad? Vorne war ja richtig. Okay. Okay, klaus.klabautermann @ ja. Weiter. Und dann kommt ein M. N? Ein M wie Maultier? Mater, okay. Ja, oder so, genau. Ist, na gut, ist ja das Gleiche. Denn ein D wie Dackel? M, D. Ja, dann ein C. Z oder C? Ein C wie Zeppelin. Mhm. Noch ein C wie Zeppelin? Mhm. Denn ein F wie Delfin? F? Ja. Mhm. Dann kommt ein U wie Orang-Utan. Mhm. Und ein N wie die Rosi. N? Ja. Und weiter? .de. Also ich finde es schon echt überwältigend, dass die hier am Telefon bleibt. Also dümmer und dummdreister geht's eigentlich gar nicht mehr. Ich erzähle ja lauter Scheiße und also eigentlich hätte ich jetzt hier schon aufgelegt. Also ich weiß es nicht. Zumindest hätte ich mich ganz höflich von dem Kunden hier schon mittlerweile verabschiedet, weil irgendwie passt das ja auch alles gar nicht zusammen, was da so von sich gegeben wird. Naja, aber die Tante versucht halt immer noch irgendwie sich an der Kohle festzubeißen, die es nie geben wird. Moment. Nach Ed. Ja. Enzi Mata, Davidora. Zeppelin, Zeppelin. Nee. Also C wie Zeppelin haben Sie, ne? Ja. Genau, dann zweimal. Ja, das ist richtig dann. Zweimal? Ja. Dann F wie Friedrich.
Uwe Utter, nwnordpol.de. So existiert solche Domain nicht. Na, haben Sie was falsch? Okay, können Sie noch einmal buchstabieren? Ich überprüfe gerne. Ja, ein M, ein D, ein C, noch ein C, ein F, ein U und ein N. No? N. Noch einmal. Na, was? Den letzten Buchstaben? O und N? Ja, ja, ein N. Können Sie bitte richtig das sagen? N oder M? Na, ein N, wie Nutte. Nordpol. Ja, netteres Wort. Okay. Genau. Kleinen Moment. Was für eine E-Mail-Adresse ist das? Die ist hier von meinem Anbieter. Mhm. Hier mit dem Internet. Mhm. Joko. Schoko? Mhm. Nein. Keine Schokolade. Joko. Nicht Schoko. Was ist das? E-Mails. Hm? Okay, gut, ich soll das alles abklären. Sagen Sie mir bitte, und haben Sie diese E-Mail-Adresse? Sie haben bei Ihrer Anmeldung diese E-Mail-Adresse uns angegeben. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Webmail.com. Nee, sowas habe ich nicht. Mhm. Und diese, die Sie mir jetzt diktiert haben, ist unkorrekt. Nee. Leider. Mm-mm. Die geht klaus.glabautermann@mdccfun.de. Das geht. Boah, bin ich mir sicher. Das kommt ja hier die ganze Zeit so ein Krempel an. Hier guck ich schon wieder was mit den nackten Titte hier. Dann kriege ich hier für die Heizung, denn eine Joltmütze kann man hier, Münze von Merkel ist hier was gekommen. Reines Jolt. Und dann habe ich hier von der Mastercard jetzt kostenlos bestellen, dauerhaft gebührenfrei. So, dann haben wir hier noch was im Spam. Mhm. Kontaktlos zahlen, gebührenfrei, also nochmal Mastercard. Ja, und dann ist hier auch manchmal was dabei, was ich nicht lesen kann. Bitte um Entschuldigung, ich kann keine solche E-Mail-Adresse finden. Ja, aber das ist nicht gut, wenn das da bei euch nicht geht. Wahrscheinlich C wie Cäsar, nicht wie Zeppelin. Ja, ihr sagt immer Zeppelin, deswegen habe ich gedacht, ich passe mich an. Ist schon richtig. Dann nimmst du halt einen Zähler. Wenn du den besser findest. So, können wir jetzt hier mal das mit dem Bitcoin machen, oder? Hallo? Hallo, ja. Ja, machen wir das jetzt mit dem Bitcoin? Ja. Okay. Weil jetzt haben wir hier schon so lange mit der E-Mail-Adresse verplempert. Ich habe keine solche E-Mail-Adresse, also gesehen, ja? Da muss ja nicht immer alles das Gleiche sein. Die meisten haben hier von Jugel, das hat doch jeder. Guckst du, wenn du mdccfun.de eingibst, dann kommst du ja auf meinen Internetanbieter. Dann kommst du ja direkt drauf. Ja, ich habe das in Google-Suche eingegeben. Ja. Da kommst du direkt drauf auf den Internetanbieter. Mhm. Webmail mdccfun.de. Und soll da Bindestrich sein? Ja, geht sowohl als auch. Also bei meiner E-Mail nicht, aber hier auf der Webseite geht mit und ohne, glaube ich. Ja, ich sehe, dass unbedingt mit Bindestrich das sein soll. Na, bei meiner E-Mail ist kein Bindestrich drin. Mhm. Okay. Kleinen Moment, bitte. Bleiben Sie bitte kurz dran. Ja, ich glaube, wir fliegen langsam auf.
Aber 22 Minuten haben wir schon verplempert. Lady? Ja, Herr Wortemann. Ja. Ich bin da. Vielen Dank, dass Sie abgewartet haben. Jetzt versuche ich mich anzumelden, ja, um Ihre E-Mail-Adresse zu ändern. Mhm. Okay. Haben Sie heute viele Kunden? Bei mir? Ja. Nö, so viele sind es nicht. Das sind meistens immer die gleichen. Alles klar. Und wie viele Kunden haben Sie pro Tag circa? Oh, vielleicht so 3, 4. 3, 4, alles klar. Und das reicht? Das reicht. Ich meine, die bestellen ja nicht nur Schlüppis. Die kaufen auch manchmal andere Sachen. Mensch, eigentlich könnten wir sie ja direkt in unser Geschäft mit reinholen. Wäre auf jeden Fall seriöser als das, was die da am Telefon tut. Schlüppis verkaufen ist immerhin noch harte Arbeit. Naja, obwohl, auch leicht verdientes Geld, denke ich mal. Aber vom Prinzip her viel seriöser als der Quatsch da am Telefon, weil da kriegt er wenigstens noch eine Leistung, ein schön duftendes Höschen. Aber am Telefon hier bei der kriegst du ja nichts. Da bleibt ja nichts über. Die steckt sich ja alles selbst in die Tasche. Die Rosi macht ja dann auch noch ein paar Fotos und so. Die ist ja hier mal bei mydirtyhobby.com, hier die Seite. Ja, unterschätzt die denn immer noch. Klaus. Klavottermann. Ja. mdccsun.de. Ja, genau. Ohne Bindestrich, ja? Richtig, genau. Gut. Okay. Und warum haben Sie eine andere E-Mail-Adresse bei Ihrer Anmeldung angegeben? Ja, habe ich ja schon gesagt. Ich weiß nicht, wie die da hinkommt. Webmail.com. Die habe ich noch nie gehabt. Aber Sie haben diese E-Mail-Adresse also bei Ihrer Registrierung eingegeben. Nö. Doch. Das kann nicht sein. Sie haben sich selbst angemeldet. Vielleicht hat es einer verwechselt, weil er die nicht kennt. Ich weiß es nicht. Aber Sie haben sich bei uns angemeldet. Ja, ja, da habe ich mich angemeldet, aber nicht mit der Adresse. Gut, schauen Sie bitte in Ihrem E-Mail-Box nach. Ja. Hast du geschickt? Ja. So, ich gucke. So. Ihr Antrag ist da. Ist es? Nee, das, da steht oben drüber Kreditvergleich. Nein. Nee. Von wem kommt die E-Mail-Adresse? No Reply E-Mails sind das. No Reply. Mhm. Da habe ich hier... Wie heißt die Seite? Hier steht irgendwas von Webtrader. Da ist von No Reply was gekommen hier mit Willkommen. Und ja. Da steht... Und zweite E-Mail, wie heißt sie? Ist nur eine. Bitte? Da ist nur eine gekommen. Von No Reply. Haben Sie keine gefunden? Nur No Reply? Nur eine. Nur eine? Ja. Okay, und lesen Sie bitte, was sehen Sie dort? Da steht, lieber Klaus Klavottermann, willkommen bei Swiss Save-Away. Ihr Antrag wurde genehmigt und Ihr Handelskonto wurde aktiviert. Okay. Ist es das? Zweite E-Mail soll Aktivierung des Accounts heißen. Nee. Und nutzen Sie jetzt Rechner, Herr Klavottermann? Ja, ja, ich bin am Computer. Ich habe hier, hab hier so ein Windows 98. Ich verstehe jetzt nicht, ja, was Sie machen. Wir können jetzt mit Ihnen hilfreiches Programm AnyDesk installieren. Was macht ich Sie? Ich kann dann alles sehen, ja, auf dem Bildschirm, was Sie machen. Okay. Ich kann Ihnen dann weiterhelfen. Aber nicht immer, oder? Nein, nicht immer. Oh, Gott sei Dank, weil ich hatte jetzt schon Angst, ja, dass ihr die ganzen Videos hier mitguckt. Nein, wir machen das nicht. Okay. Ja, dann, wie muss ich das machen? Ich schicke jetzt auf Ihre Adresse, ja, den ja. Link. Also hier nochmal eine E-Mail, oder? Ihre E-Mail-Adresse? Ja. Und da muss ich das dann runterladen? Okay, Sie können das in Google finden. Einfach.
Im Google. So, ja. Oh, dann muss so ich mal... So schreiben Sie Anydesk. Ich kann Momentchen, nicht so schnell. Ich muss mir erstmal das Fenster aufmachen. So. Jetzt, wie schreibt man das? A wie Anton. N wie Nordpol. A, ein N. A, N, Y. A, N, Y. D. D. Dora, Emil, Siegfried Kaufmann. Ja, also Anydesk. Nein, nur einmal A. Nein, ich hab's so wie buchstabiert. Also... A, N. Ja. Y. Ja. Desk. Ach so. So. Und nu? Nu habe ich hier Google. In Google-Suche brauchen Sie das eingeben. Ja, ja, habe ich gemacht. Mhm. Wo muss ich da jetzt drauf? Was sehen Sie jetzt? Na, Google, hier die Seite mit dem ganzen Krempel, der da so drin ist. Anydesk haben Sie eingegeben? Ja, ja. Okay. Erste Webseite sollen Sie also öffnen. Die erste. Die erste. Die schnelle Remote-Desktop-Anwendung. Ne, so steht das hier nicht. Hier oben steht nichts mit die schnelle. Hier steht nur kostenlos downloaden. Ach so, sind wir schon bei der Webseite? Nee, auf Google. Google. Ja. Ja, klicken Sie Enter auf der Tastatur. Habe ich gemacht, da passiert nichts. Mhm. Was sehen Sie jetzt? Na, immer noch Jubel. Wenn ich Enter drücke, passiert ja nichts. Ich muss da was eingeben, wenn ich Enter drücke oder nicht. Aktualisieren Sie bitte dann Ihre Seite. Aktualisieren? Aktualisieren. Also ich soll ja den Kreisel drücken. Ja. Ja. Nun ist alles wieder weg. Okay, geben Sie erneut bitte Anydesk in Google-Suche. Also musst du das nochmal sagen, wie das geht. Ja, A, N. Okay. A, N, Y. Ja. D, E. Ja. S, K. Und dann jetzt Enter. Ja. Habe ich gemacht. Okay. Und nun? Und jetzt? Na, jetzt habe ich ja Anydesk, Remote, Software, Desktop, das Beste. Okay, drücken Sie drauf. Mhm. Ja, da soll ich drauf drücken? Ja. Das ist die offizielle Webseite. Na, jetzt habe ich ja eine schöne aprikofarbene Seite. Wo muss ich da hin? Haben Sie drauf geklickt? Wo denn? Was Sie früher gelesen haben. Der schnelle Remote-Desktop-Anwendung. Ja, ja, jetzt habe ich hier so eine, okay. So eine pfirsichfarbene Seite. Oh, gut, was sehen Sie jetzt? Sehen Sie grüne Taste jetzt herunterladen? Nee. Wo steht das? Alles ist rot, ja. Sie machen das ganz schön kompliziert, junge Lady. Ich kann Ihnen weiterhelfen, wenn wir... Also rot ist das hier nicht. Das ist so Aprikofarben. Das ist wie die Bäckchen von meiner Rosi. Was meinen Sie? Die Farbe. Das hat so ein bisschen wie die Bäckchen von meiner Rosi. Okay. Wunderbar. Da schreit einer. Hallo? 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 Das hört sich so an, als machst du Bonbonpapier an deinem Mikrofon. Bitte um Entschuldigung. War das gerade Bonbonpapier? Sehen Sie jetzt grüne Taste jetzt herunterladen? Nö. Sehen Sie keine? Okay, ein bisschen oben. Ein bisschen oben, ja, ja. Rechts. Sehen Sie vier Wörter. Lösungen, Preise, Downloads und Ressourcen. Ja, das sehe ich. Sehen Sie. Okay, ja. Klicken Sie auf Downloads. Ja.
gemacht, ja? Hab ich gemacht, ja. Okay, jetzt sehen Sie, grüne Taste jetzt herunterladen. Ja, da wo das Programm. Also da mache ich das Programm dann runter. Okay, also, ja, Sie wollen das Programm installieren. Klicken Sie bitte auf diese Taste, jetzt herunterladen. Jetzt kommen hier noch zwei Versionen. Immer Download Version 6 und MSI Deployment Package. Muss ich denn da jetzt klicken? Bitte? Was muss ich denn da jetzt klicken? Sie haben auf Downloads, ja, geklickt? Ja. Okay, grüne Taste jetzt herunterladen, okay? Hab ich gedrückt. Gut. Ja, und dann kommt da noch zwei Versionen, wo ich drauf klicken kann. Was soll ich denn noch nehmen? Einen kleinen Moment, Da verkaufe ich aber lieber meine Schlipper als das hier. Das ist ja voll schwer. Tja, vor allem besonders interessant ist, dass die Tante ja auch nicht zugehört hat. Ich habe ihr im Verlauf des Gesprächs hier schon erklärt, dass ich einen Windows 98 Rechner besitze. Tja, und auf Windows 98? Ich gehe ganz stark davon aus, dass Anydesk darauf nicht laufen wird. Denn zu der Zeit, da gab es diese Remote Desktop Software noch gar nicht. Und wenn dann auch nicht in diesem Umfang, da gab es vielleicht maximal die Original-Remote-Software von Windows selbst. Und ich glaube, auch die kam erst mit Windows XP, glaube ich, dazu. Also auf jeden Fall funktioniert es nicht, was die hier vorhat, weil der Rechner einfach viel zu alt ist. Und ich habe ja tatsächlich zu Hause noch einen alten Steuerungscomputer. Man hat halt Smart Home Gedöns und Blödsinn. Und der Computer, der schaltet sich ab und zu mal automatisch ein, um ein paar Aufgaben zu erledigen. Ist ein richtig uraltes Gerät. Der existiert auch bestimmt schon 10 Jahre, ach, viel länger, 15, wenn nicht sogar schon 20 Jahre. Das Gerät läuft aber noch und der tut, was er soll. Den kann man auch aus der Ferne starten. Das Problem ist allerdings bei diesen uralten Kisten, da kommst du mit keine Remote-Software richtig drauf. Also selbst bei Windows XP, es funktioniert, aber ihr könnt die Versionen von allen normalen Webseiten komplett vergessen. Ihr müsst in unzähligen uralten Internetarchiven suchen, um alte Software zu finden, also vor den ganzen Updates. Ja, und wenn ihr die Software dann drauf habt, dann dürft ihr auch keine Updates mehr machen, weil sonst läuft die Kiste überhaupt nicht mehr. Und so habe ich das hier mit VNC, weil der Rechner hat keinen Bildschirm, der startet halt ab und zu selbst und übernimmt ein paar Aufgaben hier im Haus. Und um den eben auch zu warten und immer mal wieder selbst drüber zu schauen, weil Windows XP ist ja ein anfälliges, löcheriges Sieb, also eine Kiste, die man nicht unbedingt zu Hause stehen haben sollte, wenn man sich mit Netzwerk nicht auskennt. Das Ding hat halt einfach keine Zugriffsrechte im Netzwerk, kann nicht im Internet rumfummeln und dient eigentlich mehr oder weniger nur dazu, um bestimmte IoT, also Internet of Things Anwendungen, in meiner Wohnung automatisch zu steuern. Dafür fährt er ab und zu mal hoch, tut, was er soll und fährt dann wieder runter und dann bleibt er wieder aus. Und das Zeitfenster weiß ich ja, wann der an ist und dann kann ich mich auch dazwischen einfach reinklinken oder ich kann den per Ping-Befehl mir aus dem Schlafmodus wieder aufwecken und auch direkt drauf zugreifen. Ist allerdings eine Sache bei so einer alten Kiste, die ja nicht unbedingt Spaß macht, weil es ist eine uralte Kiste. Der Rechner, mit dem ihr darauf zugreifen wollt, der meckert die ganze Zeit, dass auf dem anderen Rechner eine viel zu alte Version ist, die eigentlich nicht mehr funktioniert. Updatet ihr aber die alte Kiste, dann geht überhaupt nichts mehr. Dann könnt ihr froh sein, wenn das Ding überhaupt noch hochfährt. So ist es halt eben mit alten Computern. Und die versucht mir jetzt hier so einen neumodischen Kram wie Anydesk gerade aufzubringen. Na, viel Spaß. Wissen Sie, die Schlüpfer, die kann man ja auf eBay reinstellen. Also das ist ja hier komplett kompliziert. Das ist nicht kompliziert. Wir sollen das Programm zuerst installieren, ja? Dann können wir in Verbindung mit Ihnen sitzen. Ja, Sie nennen mir 9 Ziffern. Und ich kann sehen, was Sie auf dem Bildschirm machen. Oh, aber da muss ich den Desktop-Hintergrund noch ändern, glaube ich. Bitte? Ich sage, da muss ich den Desktop-Hintergrund ändern. Warum denn? Weiß was haben Sie auf dem Hintergrund? Naja, da ist die Rosi. Aber, die Rosi hat da halt nicht an. Wollen Sie das... Was?
Wollen Sie das sehen? Mir ist egal, eigentlich, ich soll sehen, ob Sie unsere E-Mails bekommen haben. Das ist ja gleich Werbung für die Schlüpper von Rosi. Vielleicht willst du ja doch noch einen Schlüpper haben. Also, wo muss ich denn jetzt hier drauf drücken? Auf Download Version 6 oder MSI Development Pakete? Oh mein Gott. Ich sehe nur jetzt herunterladen, diese grüne Taste. Ja, und wenn du da drauf drückst, kommt so ein Zippel raus. 3. Wenn du da drauf klickst, kommt ein Zippel raus und der Zippel, da sind noch zwei Sachen drin. Und da kann ich mir eins aussuchen. Tja, da ist er wieder sprachlos. Aber genau das hat er ja von mir gewollt. Betrüger einfach mit hoffnungslosem Müll so lange überfordern, bis sie selber gar nicht mehr wissen, worum es geht. Tja, und ich versuche hier fleißig weiter meine Schlüpfer zu verkaufen. Aber, naja, das Goldsinter hat wohl kein Interesse an Schlüpfis. Was muss ich denn da jetzt machen? Kleinen Moment, bitte. Ja. Herr Klappertmann, ich verbinde Sie jetzt mit meinem Kollegen. Er wird Ihnen also alles erklären, ja, was Sie richtig machen können. Okay. Ja, danke. Dann machen wir das so. Vielleicht nimmt der ja noch einen Schlüpper. Ja, schönen guten Tag. Elias Bude, mein Name ist von Swiss Safeway. Sie wollten einen Handelsaccount erstellen, richtig? Ja, hallo, hier ist der Klappautermann. Ja, ich hatte mich ja mal angemeldet hier auf eurer Webseite, aber die Dame, die hat sich dann mal für meine Schlüpper interessiert von Rosi. Aber, ja, bin ich ein bisschen durcheinander schon. Das ging dann eigentlich nur noch um unsere Schlüpper hier. Hallo? Hast du so ein Bonbon-Papier rangemacht mit deinem Mikrofon, wie die Dame? Hallo? Hallo? Der Rosi, der hat jetzt aufgelegt. Ja. Ich will hier so ein Bitcoin kaufen. Also dann wollte die hier nur über deine Schlüpper Bescheid wissen und was wir so machen hier. Ja. Die wollte sogar auf den Rechner gucken und könnte die Nippelfotos angucken. Ja, glaubst du denn sowas? Haben Sie das Programm schon installiert? Ah, jetzt sind ja Sie wieder dran, junge Lady. Der Mann hat mich gesagt. Ich glaube, den Typen, den haben wir schon ausgenockt, bevor er überhaupt angefangen hat. Also so eine dumme Geschichte. Ich verstehe gar nicht, dass die überhaupt noch am Telefon sind. Vor allem, die rufen hier nochmal an. Ne? Also das muss man sich hier wirklich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Was hier eigentlich für eine Kacke am Telefon passiert. Und die sind echt noch am Telefon. Immer noch. Ich meine, guck mal auf den Tacho. 20 Uhr fangen wir an mit dem Krempel. Jetzt haben wir es schon ein bisschen später. Hallo? Die Rose, die war jetzt schon wieder dran. Und jetzt sagt sie nichts mehr. Hallo? Ja, ich bin da, Herr Klappertmann. Ja, aber was denn nun? Ich dachte, der junge Kerl sollte hier helfen. Und ja. Nu hat er aber nichts gemacht, ist einfach voller weggegangen und dann, ja. Ich bitte um Entschuldigung. Wollen Sie vielleicht doch ein Schlüpferchen kaufen? Okay. Herr Klappertmann, sagen Sie mir bitte, haben Sie schon das Programm installiert, oder? Ja, nee, der Typ sollte ja helfen, aber das ist ja nicht passiert. Haben Sie schon mehrmals, ja, wahrscheinlich geklickt, ja? Jetzt herunterladen. Na, wenn ich auf jetzt herunterladen drücke, kommt da ein Zippel raus und dann soll ich da mich entscheiden zwischen zwei Versionen. Da steht Download Version 6. Und MSI Package irgendwas. Deployment Package, ja. Download Version 6. Das soll ich nehmen? Ja. Dann lade ich das jetzt runter. Okay. So. Klicken Sie drauf. Öffnen Download von Anidisk. Du möchtest folgende Datei öffnen. Anidisk.exe. Möchten ja. Sie diese Datei speichern? Safe. Ja. Speichern, ja, Save File. Nu's weg. Wo ist die jetzt? Safe. Ich habe auf Speichern gedrückt. Okay. Wo drücke ich nu? Hallo, junge Lady?
Nussmüller Bonbonpapier am Telefon. Hallo? Okay. Ja? Dann finden Sie auf Ihrem Computer, ja, in Downloads, das Programm. Installieren Sie bitte das Programm, ja? Und ich rufe in eine halbe Stunde zurück, okay? Der Ordner ist ganz schön voll, wissen Sie das? Oh, wie soll ich denn das jetzt alles finden? Der ist jetzt irgendwo in diesem Riesenordner gelandet. Auf dem Computer klicken Sie bitte auf Downloads und dort finden Sie das Programm. Alles ist nicht kompliziert. Gut, Sie sollen das Programm installieren und öffnen und wie gesagt, in einer halben Stunde rufe ich zurück, okay? Wir reden nochmal. Ich glaube, das ist mir zu kompliziert hier. Dann versuchen Sie bitte, das zu schaffen. Weiter helfe ich Ihnen gerne. Ja, okay. Okay. Gut, ja, dann machen wir in einer halben Stunde rufe ich an. Alles klar. Alles klar, danke. Tschüss. Ja, und das war hier tatsächlich noch nicht alles. Denn die tolle Geistesblitzbirne hat sich an ihr Versprechen gehalten und hat uns nochmal angerufen. Ja, und da haben wir den ganzen Scheiß dann knallhart einfach weiter durchgezogen. Aber ganz wichtig, es gab in diesem Gespräch auch ein Aktimail dazu. Ja? Schönen guten Tag, der Nickel ist wieder. Ja, wir hatten mit Ihnen schon telefoniert. Sagen Sie mir bitte, haben Sie schon das Programm installiert, oder? Nee, der Rosi ist dazwischen gekommen. Die hatte Kaffee gebracht gerade. Noch einmal bitte. Der Rosi hat Kaffee gebracht. Ich habe Sie akustisch nicht verstanden. Bitte um Entschuldigung. Der Rosi hat mir einen Kaffee gebracht. Das Programm haben Sie installiert, AnyDisk. Wollten Sie nicht einen Schlüpfer kaufen? Nein. Nein, ich habe hier gerade. Ich habe das Programm installiert haben. Ich hätte den ganz frischen, der duftet noch. Der dampft quasi noch. Soll ich gleich intüten? Können Sie abholen. Herr Kabotermann, ich brauche keine Schimpfhose, ja? Nee, nicht Strumpfhose. Schlüpfer. Ist noch warm. Herr Klappertemann, seien Sie bitte seriös, ja? Na, wieso? Sind Sie nicht seriös? Letztendlich machen wir hier jetzt Geschäfte. Herr Klappertemann, ich rufe Sie in Bezug auf Trading, ja? Ach, auf Trading. Sagen Sie das doch gleich. Ich habe gedacht, Sie wollen dampfenden Schlüpfer haben von der Rosi. Ja, wir haben mit Ihnen circa 40 Minuten geredet, ja? Sie wissen schon Bescheid, worum es geht. Ach so, die junge Lady mit dem Bonbonpapier am Mikrofon, ja. Gut, sagen Sie mir bitte, haben Sie Interesse noch für Finanzmarkt, ja, für den Handel im Großen und Ganzen? Ja, na klar. Online-Handeln meine ich, ja? Ja, natürlich. Okay. Ich habe mir da was überlegt. Ich habe mir überlegt, wenn ich bei euch 250 Glocken installe, wie wär's denn, wenn du da bei dir im Callcenter ein bisschen Werbung für die Schlüpfer von Rosi machst? Weil dann könntet ihr ja da alle ein paar Schlüpfer nehmen. Herr Klappertemann, das ist nicht möglich, ja? Wieso denn das nicht? Das ist doch so ein Win-Win. Haben Sie das Programm schon installiert oder nicht? Ja, das geklappt? Das Programm, das heißt drauf, ja. AnyDisk, ja? Das habe ich mir runtergeladen, genau. Okay. Haben Sie das in Downloads gefunden? Ja, sagen Sie mir bitte. Da habe ich ja gesagt, Rosi hat mir gerade einen Kaffee gebracht. Da habe ich die Suche abgebrochen. Was meinen Sie? Na, Rosi hat mir einen Kaffee zubereitet. Und ich hab so ja ein Aktimail. Na, ihr wisst ja Bescheid, ne? Aktiviert Abwehrkräfte und so. Herr Klappertemann, sagen Sie mir bitte 9 Ziffern. 9 Ziffern? Ja, von AnyDisk. Ich nehme der 5, der 9, der 6, der... Jetzt haben wir 3, ja? Dann der 3, der 5, nochmal der 6. Dann nehmen wir noch der 7 und der 8 und der 9. Mhm. Wo haben Sie diese Ziffer gefunden? Na, Sie haben doch gesagt, ich soll 3 Ziffern sagen.
9 Ziffern von Anydesk. Wenn Sie das Programm... Ach so, von dem Programm eine Nummer. Ich dachte jetzt hier wie beim Lotto. Wissen Sie, da muss man ja auch so schnell aus dem Kopf ein paar Nummern sagen, wenn Sie anrufe. Okay, ich rufe dann später noch einmal an, okay? Ja, wann wollen wir denn noch mal reden? Okay, ein bisschen später rufe ich an. Okay, dann warte ich auf dich, mein Schnittchen. Okay, gut, Herr Klobottermann. Alles klar. Bis später. Bis denn. Ja, haben wir wieder erfolgreich fast eine Stunde Zeit von denen verplempert und ja, ordentlich die an der Nase herumgeführt. Die hat natürlich nicht nochmal angerufen. Das könnt ihr euch ja sicherlich vorstellen. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es irgendwann aufgefallen ist, was sie hier eigentlich für ein Telefonat an der Strippe hat. Naja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne wie immer mit einem Daumen nach oben. Ja, abonniert gerne den Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Am besten mit Glocke. Dann gibt es auch immer eine kleine Information dazu. Ja, und ich bedanke mich wie immer fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.